Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erstmal freue ich mich über diese neue Form der Transparenz, dass jetzt Koalitionsverhandlungen hier öffentlich im Parlament geführt werden. Das ist eine durchaus interessante Erneuerung. Vielleicht kriegen wir demnächst auch Senatsvorbesprechungen im Livestream übertragen. Aber jetzt zum Ernst. Ich habe das in der letzten Debatte schon gesagt. Das Grundproblem besteht darin, dass hier eine politische Differenz zwischen den Koalitionsparteien in das Verfahren verlagert worden ist. Es gab keine klare Entscheidung bei der CDU, bin ich für oder gegen, beziehungsweise wahrscheinlich dagegen. Aber sie haben gesagt, na, das klären wir im Verfahren und Berlin Energie wird das so und so nicht schaffen. Also brauchen wir uns mit den Sozialdemokraten nicht anlegen. Und jetzt stellen Sie fest, die Vergabeentscheidung ist anders ausgegangen, als Sie das vorausgesehen haben oder gehofft haben. Und jetzt sind Sie wieder dabei, am Verfahren rumzudiskutieren, anstatt klar zu sagen, wir wollen es oder wir wollen es nicht. Und deshalb sage ich auch die Debatte, da habe ich eine Differenz mit dem Kollegen Nussbaum, wenn er sagt, dass das Parlament sich jetzt mit der Frage befassen kann, wollen wir das Gasnetz oder wollen wir es nicht? Normalerweise entscheidet man das doch, bevor man sich bewirbt, ob man das will oder nicht. Weil das ist doch die Voraussetzung für eine Bewerbung. Alles andere ist doch politischer Irrsinn. So, und deshalb sind wir jetzt in dieser Schwierigkeit. Alle rechtlichen Themen, die hier angesprochen worden sind, sind, nachdem das Verfahren jetzt dieses Stadium erreicht hat und nachdem die Vergabeentscheidung gefallen ist, keine parlamentarische Angelegenheit mehr. Die rechtlichen Fragen hätte man so lange diskutieren können, wie man im Verfahren war und noch keine Vergabeentscheidung getroffen war. Hätte man möglicherweise sagen können, man dreht das Verfahren zurück auf den Stand des zweiten Verfahrensbriefs oder Ähnliches. Aber jetzt geht gar nichts mehr am Zurückdrehen. Die Vergabeentscheidung ist gefallen von Seiten der Vergabestelle. Die politische Diskussion hätte man früher führen müssen. Und jetzt findet die rechtliche Prüfung an anderer Stelle statt. Das ist die Realität, meine Damen und Herren. Ich würde die CDU bitten, ich kann mir das vorstellen, also dass Sie weiter mit Herrn Ströter reden. Ich rede auch mit Herrn Gahmer freundlich und trotzdem haben wir zu dem Thema unterschiedliche Positionen. Und dass Sie das schaffen, dass Sie das möglicherweise schaffen, durch Nichtentscheidung das ganze Thema hier nicht im Parlament zu entscheiden, sondern bis zur fünften Instanz aufzuschieben, das traue ich Ihnen auch zu. Ich sage nur, es bringt die Stadt nicht voran, es bringt auch die Koalition nicht voran, sondern es macht nur deutlich, ich sage es nochmal, hier sitzt zusammen, was nicht zusammengehört.